Die alte Windmühle ist nicht die einzige Wasserstelle in dieser Gegend, aber sie ist beliebt bei den Little Corellas. Warum sie sich immer wieder hier treffen, ist schwer zu sagen. Viel Geschrei und Geflatter, bis 600 Vögel einen Sitzplatz haben. Fein säuberlich aufgereiht sitzen sie im Gestänge. Fast jeder Platz ist besetzt. Mit schauerlichem Knarren bleibt das große Windrad stehen. Ein Schrei nach Schmieröl. Jetzt wird es spannend. Was passiert wohl, wenn der Wind auffrischt, das große Rad andreht? Ob sich die Little Corellas überhaupt darüber Gedanken machen? Den beiden ist es egal, dass jetzt Wind aufkommt, das Windrad mit schaurigem Stöhnen anläuft. Kommt die Sache in Schwung. Auffrischender Wind, höhere Drehzahl. Wie viele Runden halten sie wohl durch? Wann verlässt sie der Mut? Auch der Letzte hat aufgegeben. Die Little Corellas haben wenig Respekt vor der großen lärmenden Maschinerie. Die Zuschauerlogen sind beängstigend nah am Getriebe, an drehenden Wellen und kleckerndem Schmierfett. Gefährlich für die Füße und für das Weiß des Gefieders. Der Vogel vom TÜV ist auch schon wieder da. Am Sicherungsdraht fummelt er heute rum, fachmännisch und pingelig. Es gibt Zeiten in Australien, da drehen die Windmühlen ohne Unterbrechung Tag und Nacht. Heute allerdings weht der heiße Wind nicht so konstant. Ab und zu bleibt das Windrad stehen und wir haben den Eindruck, die unternehmungslustigen Corellas warten darauf. Noch steht das Rad nicht richtig still und hopp, schon sitzt der Erste drin. Zentimeter mutiger Kakadu in einem Riesenrad, das immerhin im Durchmesser 7 Meter misst. Ihm reicht's, er geht. Ein gekonnter Abgang. Weitere Fahrgäste drängen nach. Schnell, schnell noch einsteigen, solange es noch geht. Rund geht's im Riesenrad, das ist doch kaum zu glauben. Thank you.
gegeben. Okay, aber zwei sind noch im Rennen. Doch auch er geht. Nein, er zeigt eine Einlage, eine Sondervorstellung seines Könnens. Ständig muss der Vogel laufen, muss umgreifen auf seiner Querstange, damit er nicht Kopf unten, Kopf oben im Kreis rumfährt. Die Zuschauer sind mitgerissen. Was soll man dazu sagen? Da sitzt der Vogel in dem lärmenden Ungetüm aus Eisenstreben und Blech und lässt sich im Kreis rumdrehen. Balz- und Imponiergehabe kann man vielleicht als einen Grund für manche auffälligen Verhaltensweisen beim Spielen am Boden und beim Turnen am Hochseil sehen. Aber hier, im Windrad, macht der Corella keine Bewegungen, die man vom Balzverhalten herleiten könnte. Hier ist es eindeutig. Einzig und allein seinen Spaß will er haben, genauso wie wir auf dem Jahrmarkt bei einer Fahrt im Riesenrad. Nervenkitzel, Spannung. Noch eine akrobatische Einlage. Der verrückte Vogel könnte raus, wenn er wollte, aber er will nicht. Will noch ein paar Runden drehen. Ende der Vorstellung und bald auch das Ende unserer erlebnisreichen Zeit bei den Little Corellas.